So, der Schilling meldet sich zurück mit einem neuen Angespielt und zwar zu dem kostenlosen Browser-Game Pandemonic. Ein Strategietitel, in welchem es darum geht, seine eigene Obsidian-Festung aufzubauen, diese vor feindlichen Angriffen zu verteidigen und auch noch weitere Festungen zu erobern. So sieht es in einer Festung aus, wenn man schon nicht viel, aber ein bisschen gespielt hat. Ein Feature, welches mir allerdings sehr gut gefällt, ist folgendes. Ich kann nämlich in den Optionen auch ganz einfach, ohne einen neuen Account zu erstellen, zu den anderen Servern wechseln. Das Spiel befindet sich aktuell in der Open Beta Phase, wird entwickelt von einer Firma namens Slipshift, die auch schon Reborn Horizon entwickelt haben, und published wird das Ganze hier von der Deutschen Telekom AG. So, ich werde nun zum Beginn erstmal auf einen anderen Server jetzt kurz wechseln und im Schnelldurchlauf das Tutorial spielen und danach hier ein bisschen weitermachen. Ich wechsle einfach mal auf DE1 zum Beispiel. Die nette Dame, die ist sozusagen der Guide und das Maskottchen des Games, die Lucia, sagt mir hier, ich kann auf den Server wechseln, ohne dass mein bisheriger Account auf dieser Welt gelöscht wird. Jo, mach ich doch gerne. Jetzt lädt das Ganze kurz rüber und ich kann das Tutorial erneut starten auf einem anderen Server. So, ein Name, Spieltrend. So, denn der andere war leider schon vergeben, habe ich gesehen. Die Lucia erklärt mir hier nun alles und währenddessen muss ich auch noch erwähnen, ein neues Browser-Game, da ist es ja immer so, wenige Spieler und wer früh anfängt, ja, der kann den Server rocken. Hier zum Beispiel auch schon der zweite deutsche Server, ich werde gleich sehen, wie viele Spieler am ersten Server aktiv sind. So, und hier gilt es nun erstmal, seine Hauptgebäude in der ersten Obsidian-Festung zu bauen und auszubauen. Am Anfang geht das noch alles sehr schnell, dauert nur 5 Sekunden, die ich sogar überspringen könnte. Wenn ich so ungeduldig bin und mir 5 Sekunden sogar zu lange sind. Aber später werden diese Zeiten dann natürlich noch etwas länger und es geht dann wieder mal darum zu timen, wann baue ich was aus, wann schicke ich meine Truppen los, dass die zu einer gewissen Uhrzeit ankommen, wo dann der Verteidiger hoffentlich nicht verteidigen kann. So, es gibt verschiedene Arten von Gebäuden und zwar mal die Rohstoffgebäude, die sind sehr wichtig und dann noch die Festungsgebäude, um zum Beispiel neue Legionen auszubilden, wofür man Imps braucht und so weiter. Hier auf der linken Seite sieht man alle seine Ressourcen. Es gibt Knochen, es gibt Schwefel, es gibt Obsidian, es gibt Angst als Rohstoff. Und die Imps hat man dann noch, um seine Armee praktisch auf die Beine zu stellen. So, und gleich gibt es die Quests. Hier auf der rechten Seite erhält man dann immer so eine kleine Fülle und Hülle an Aufgaben von verschiedenen Questgebern. Und dann nochmal die Belohnungen, alles gebaut auf Stufe 1, gibt es gleich mal hier saftige Ressourcen und dann rechts unten, das ist praktisch das Infofenster, da sehe ich immer, wann kommen meine Legionen an, wann werde ich angegriffen und wann sind diese fertig. Das heißt, da behalte ich die Zeiten im Überblick. So, jetzt muss ich auch noch hier die Imps aufstufen, die Brutstätte, dadurch steigt meine Lagerkapazität und es werden mehrere Imps pro Stunde produziert. Das heißt, man merkt schon, worauf das hinausläuft. Einmal am Tag soll man hier ein bisschen vorbeischauen, klicken, dass das Lager nicht voll wird, wieder was zum Ausbauen schicken und einen Angriff starten. So, Kabinett des Grauens soll ich bauen. Okay, dann mache ich das doch gleich mal. Je höher diese Ausbaustufe ist, desto mehr Angst wird eingefangen. Das Setting ist also ein bisschen anders. Man hat hier nicht Eisen, Holz, Stein und was es sonst noch alles gibt, sondern so ein paar andere Ressourcen. Angst zum Beispiel. So, ausreichend Angst habe ich nun und ich soll nun ein paar Dämonen beschwören. Max 15 Stück von den niederen Dämonen.
dann sehe ich hier nochmal die Werte von denen und gebe dann diese Mission in Auftrag. Dauert noch ein paar Sekunden, dann ist das Ganze fertig. Ach, und wie der Zufall es will, greifen die Villare gerade meine Festung an. So, mal den Bericht ansehen. Gut, sie haben nichts geklaut, waren anscheinend sehr schwache Angreifer. Die Villare sind, wie gesagt, die computergesteuerten Gegner und man kann auch noch gegen Mitspieler kämpfen. Hat allerdings am Anfang einen Buff, wodurch man vor solchen Angriffen geschützt ist. So. Und die nette Dame möchte jetzt Rache üben an dieser Stadt, die angegriffen hat. Und zwar war das diese hier. Dazu begebe ich mich auf die Weltkarte und spähe nun erstmal dieses Gebiet aus. Das heißt, ich sende hier ein paar Truppen hin und bekomme danach einen sogenannten Spähbericht und sehe, wie viele Verteidiger es hier gibt und ob ich mich dieser Gefahr stellen kann. So, welche Dämonen haben die hier? 0, 0, 0, 0, 0 und 20 Lanzenträger. Das ist ein Klacks für den Spülletründ und der wird sich gleich mal auf den Weg machen und diese Stadt angreifen. Rache ist süß, Baby. Und dann geht es los. Dauert am Anfang hier nur 10 Sekunden. Noch dazu, diese Gebiete sind gleich benachbart und da geht das Ganze dann auch noch viel schneller. Ich kann mich aber dann später hier noch durch das ganze Gebiet ziehen und klicken. Und praktisch, wenn ich die Koordinaten habe, zu jedem Spieler reisen. So, zurück zur Festung und nun kann ich aufleveln. Also ein bisschen, aber nicht viel. RPG-mäßig ist auch was dabei. Und zwar habe ich praktisch hier einen Helden und dieser steigt im Rang, sammelt Erfahrungspunkte und dadurch gibt es nochmal einen Bonus auf die Ressourcen, auf die Rohstoffe und ein paar andere Dinge. So, nun ist das Tutorial praktisch erledigt und ich bin fix als Account im Spiel. Es gibt einen täglichen Login-Bonus, hier kann ich mich immer entscheiden, entweder oben oder unten. Schicksalsauge, das ist praktisch ein Lotterieticket für so ein kleines Glücksrad oder ich nehme einfach 1000 Knochen hier. Nehme ich gleich mal das Schicksalsrad für ein wenig Spaß und komm morgen wieder für eine bessere Belohnung. Also wie gesagt, jeden Tag ein bisschen mal reinschauen, alles abstauben und so weiter. So, jetzt klicke ich auch gleich mal aufs Schicksalsrad, wenn ich schon hier bin, versuche mein Glück. Und hier gibt's nun aufgereiht ein paar verschiedene Gewinne. Was erhalte ich? Kann ich mir gleich im Inventar ansehen, denn das ist nicht so üblich für ein Strategiespiel dieser Art. Es gibt ein gigantisches Inventar. Da habe ich praktisch diverse Items, die ich dann verwenden kann. Hier, dieses Item muss ich erst benutzen und dann habe ich diese Bergkristalle. Ist zum Beispiel ganz nett, wenn man sein Lager nicht ganz voll machen möchte, hebt man sich das im Inventar auf und klickt das dann erst irgendwann später an. Gut, und dann geht's eigentlich gleich los mit den Quests und die gehen praktisch unendlich, bis man dann erstmal seine Festung so gut wie möglich ausgebaut hat. Aber ich wechsle nun einfach wieder zu meinem anderen Account. Hier DE2. Werde mit einer finsteren Lache begrüßt und kann hier auch gleich eine Quest abgeben. Die Wiege des Zorns habe ich auf Stufe 3 gebaut. Sehr schön. Hole mir die Belohnung ab und schaue jetzt zum Beispiel mal hier auf die Rangliste. Platz 1800 bin ich hier. Der erste Platz, die Blood Lady, besitzt 6 Festungen, 9 Festungen, 12, auch 12. Aber man sieht, man muss gar nicht viele Festungen erobert haben, um hier ganz vorne mitspielen zu können. So, eigene Platzierung.
Hier bin ich mit 128 Rangpunkten und ja, ich bin schon im vierstelligen Bereich und zwar ganz oben, fast dreistellig. Das heißt, es spielen noch nicht sehr viele Leute mit. Man kann also, denke ich, da oben mitmischen. Es gibt dann noch einen Pakt. Das ist praktisch die Gilde. Kann man ab einem bestimmten Level gründen bzw. einem anderen Pakt beitreten. Und dann schickt man sich die Ressourcen bzw. unterstützt sich bei Angriffen und Verteidigungen. Auch hier habe ich ein kostenloses Los für das Schicksalsrad, habe nun ein Item erhalten und einiges im Inventar. Neue Items, 10-mal Kristall, 1-mal 1000 Angst. Wirkt auf den ersten Blick ein wenig viel. Sehr viele Reiter, nützliches, Pakete. Gut, hier kann ich zum Beispiel für 12 Stunden einen Buff anwerfen. Die Buffs sieht man hier links. Da habe ich jetzt noch den Bannkreis bis zum 19.09.2013. Während dieser Buff läuft, kann mich kein anderer Spieler angreifen. Ist eigentlich typisch für Browser-Games dieser Art. Okay, und ich kann hier auch reinzoomen. Jetzt geht es praktisch darum, dass ich, während ich diese Quests erledige, meine Festung immer mehr ausbaue. Und danach, wenn ich irgendwann soweit bin, Kabinett des Grauens auf Stufe 2, das ist dieses hier, gebe ich doch gleich mal in Auftrag. Wenn ich irgendwann soweit bin, muss ich dann weitere Festungen erobern. Das kann ich jetzt auch gleich nochmal testweise hier machen. Die Quest gebe ich noch fix ab. So, komm her, mein Guter. Erledigt. Wie viele Erfahrungspunkte noch? 330 von 1175. Und die neue Quest kommt sofort. So, ich gehe jetzt aber zur Karte. Das wollte ich tun und kann mich hier nun feuchtfröhlich herumbewegen. Die Kilometer steigen. Ich entferne mich immer weiter von meiner Festung weg. Und habe hier zum Beispiel auch irgendwo andere Spieler. Hier bei dem kann ich nun spähen oder ihn gleich auf gut Glück direkt angreifen. Das dauert allerdings 51 Minuten und wenn ich jetzt hier noch weiter weggehe und noch weiter und noch weiter, dann dauert das gleich mal hier eine Stunde und 20 Minuten. Das heißt, man muss ja auch schauen, wo man seine Festungen hier unterbringt. So, dann gibt es auch noch diese ganzen Städte der Vula. Die werden bisher noch von keinem Spieler kontrolliert und die kann ich zum Beispiel angreifen oder erobern. Ich gehe mal wieder zurück zu meinem Standort und greife zum Beispiel nochmal diese Stadt an und zwar auf gut Glück. Das dürfte nicht allzu lange dauern. Ja, eine Minute. Schicke alles los, was ich in Besitz habe. Angreifen, Befehl erhalten. Die Legion macht sich jetzt auf den Weg. So, einen globalen Chat gibt es auch noch hier. Den blende ich aber jetzt erstmal aus und hole mir das Infofenster. Eine Minute dauert es noch. Diese Aktion kann ich jetzt nicht so einfach überspringen, wie es aussieht, aber das ist kein Problem. Hier die Weltkarte, ich kann auch so herumklicken und mich herumbewegen, einfach zu einem bestimmten Standort. Stadt der Vula, klicke ich drauf und schwuppsdiwupps bin ich hier. Oder ich blende diese ganze Geschichte mal aus. So, mal schauen, was ich hier bekommen habe als neue Quest. Die Brutstätte auf Stufe 2, na gut, das ist diese hier und ich sehe auch gerade, die Imps sind voll, das heißt, es ist sowieso schon höchste Eisenbahn, dieses Gebäude auszubauen. Das kann ich noch überspringen, aber ab einer gewissen Zeit benötigt man dann hier diese Seelensteine, das ist praktisch die Premium-Währung im Spiel. Okay, diese Quest ist wieder erledigt und abgeschlossen. Dann kann ich nochmal kurz das Menü durchgehen, hier das Inventar, dann gibt es Meldungen, hier habe ich eben immer die Berichte, wenn ich eine Stadt erspäht habe, beziehungsweise wenn es einen Angriff gab. Ich sehe also nicht jetzt irgendwie live den Kampf, sondern dann am Ende, wie es ausgegangen ist.
Freunde kann ich hinzufügen und dann gibt es noch das Menü für einen Pakt. Gut, oh, unsere Legion hat den Angriff begonnen. Hier geht's gerade ab, Kampfgeschehen. Dauert noch ein wenig, da kann ich nun abwarten und mitfiebern. Popcorn steht bereit, ja, vermutlich eher nicht. Ich warte lieber auf den Bericht am Ende. Ja, und das waren im Großen und Ganzen die Funktionen von Pandemonic. Ich kann hier zum Beispiel noch meine Festung umbenennen und zwar auf die übliche Schill. Will geht sich nicht aus. Schade, dann nur auf die Schilvi. Speichere das Ganze und der Kampf ist hoffentlich auch irgendwann zu Ende. Dauert noch ein bisschen. Und dann geht's einfach beim nächsten Mal weiter mit einem neuen Angespielt.